Rupgitar hier. Schön, dass du wieder dabei bist. Und es geht weiter mit einem kleinen Legato-Tutorial. Und zwar zeige ich dir heute, wie man die Technik von Richie Kotzen und Greg Howe in der Pentatonik ein bisschen erweitern und verfeinern kann. Viel Spaß dabei. Okay, hi. Wir sind jetzt wieder in der Nahaufnahme und befinden uns in der C-Moll-Pentatonik, die erste Position. Wir werden aber nur die ersten beiden Seiten brauchen. Das heißt also die A, die H und die A, E-Seite. Und zwar werden wir heute uns wieder um eine Technik kümmern, die wir schon in Videos davor, oder die ich Ihnen schon in Videos davor gezeigt habe. Deshalb würde ich dir auch raten, falls du die noch nicht kennst, würde ich sie unbedingt anschauen. Dann ergibt das alles viel mehr Sinn. Das ist nämlich eigentlich nur eine Weiterführung, Verbesserung bzw. Idee für das, was wir schon gezeigt haben in den anderen Videos. Und falls du das noch nicht gesehen hast, schau es dir an. Es geht um Legato, Richie Kotzen, Greg Howe, Legato-Idee, Legato-Lick heißt das Video, glaube ich. Schau es dir an und dann komm hierher zurück. Weil ich werde die Grundtechnik nicht mehr erklären, sondern nur noch Ideen, wie du es verbessern kannst. Und zwar geht es heute um die Horizontale. Also wie kann ich diese Technik horizontal verwenden und auch musikalisch einbinden, ohne dass ich nur Pentatonik spiele. Nun, das ist relativ einfach. Und zwar benutzen wir einfach dieselbe Technik natürlich, nur benutzen wir noch andere Noten dazu. So, wie mache ich das? Eine Idee wäre zum Beispiel, das hier wäre ja unser Grundpattern, ne? Gehen wir einfach zurück in die Pentatonik-Position davor, in dem Fall die fünfte Position, und spielen das gleiche. Okay. Verbunden wird das durch einen Slide, durch zwei Sachen jetzt einfach hin und her spielst und auf Tempo bringst, dann klingt das schon sehr cool. Und das funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Also jede beliebige Pentatonik-Position auf in der Horizontale einfach verbinden. Das wäre zum Beispiel die zweite Position hier, die erste Position und die fünfte. Einfach Spaß haben damit und ausprobieren. Wichtig ist einfach nur, dass du das Ganze mit einem Slide verbindest, dass die Energie nicht verloren geht und dass der Sound bestehen bleibt. So, jetzt noch andere Noten dazu spielen. Könnte man zum Beispiel so machen. In der ersten Position der Pentatonik. Das ist unser Grundpattern. Aber wir spielen jetzt anstatt immer nur zwischen diesen zwei Noten hin und her zu barren, sage ich jetzt mal, spielen wir noch die Note hier von der Moll-Pentatonik rein. Von der Moll-Tonleiter wohl eher. Und dann noch mit dem kleinen Finger die nächste Note in der Pentatonik. Ganz langsam gespielt wäre das also folgendes. Ich alterniere einfach verschiedene Noten
mit dem gleichen Grundpattern auf der H-Seite. Und zwar immer dann eine Note auf, also dann eine Note auf der E-Seite. Wieder das. Also immer Pull-Off von der 11 auf die 8 und wieder ein Hämmern. Immer Pull-Off, Hämmern. Und inzwischen drin spiele ich verschiedene Noten auf der E-Seite. Natürlich können wir jetzt auch in eine andere Position gehen. Also zurück in die Position, in der wir vorhin schon waren, in die fünfte. Und jetzt können wir einfach mal das hier spielen. Selbes Prinzip wie vorhin. Einfach nur Pull-Off, Hammer-On auf der H-Seite und dann verschiedene Noten auf der E-Seite zwischen rein spielen. Also Slide in die andere Position. Und dann also praktisch mit der Slide-Technik diese beiden Positionen einfach verbinden und verschiedene Sachen ausprobieren. Ich zeige das jetzt gar nicht so explizit, weil ich nicht möchte, dass du mir das genau nachspielst, sondern dass du eigene Ideen einbringst und dich damit beschäftigst, weil dann hast du den größten Erfolg und lernst am meisten dabei. Also die Technik mit Pull-Off und Hammer-On und verschiedene Noten auf der E-Seite zwischen reinspielen und dann noch Slides dazu, um die Position zu verbinden, dann kriegst du sehr coole Sachen dabei raus. So auch wie ich am Anfang im Video gespielt habe, kannst du natürlich auch noch weiter rausrutschen. Hier, also in diese Position. Natürlich geht das nicht nur auf dem Seitenpaar von H- und E-Seite, sondern genauso gut auf allen anderen Seitenpaaren. Also sei kreativ und probier was aus. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Ciao.